Hallo, guten Tag, heute Montag, der 13.04.2015. Ich mache einfach weiter, ist mir egal. Flinch ist wieder dabei diese Woche. Mal gucken, wie lange. Das werden wir dann bald erfahren. Heute haben wir, hast du zwei Filme dabei? Nee. Zwei Filme? Zwei, wieso komme ich auf zwei? Hast du Filme dabei? Insgesamt zwei, ich habe einen, du hast einen. Keine Bücher? Nein, diesmal habe ich keine Bücher, weil... Achso, renovieren und so. Ja, renovieren. Ja. Ich habe keine Bücher genug. Ich hoffe, es ist laut genug. Ich rede einfach. Soll ich irgendwie auch reden? Ja. Ja. Das ist halt jetzt Kacke. Das ist Kacke. Ja. Okay, ich fange nochmal neu an. Okay. Nein, das ist doch gut so. Was? Ja. Na gut, okay. Dann, wer fängt an mit dem Film? Du? Ich habe zu viele dabei, ich nehme jetzt irgendeinen. Ich spüre das an dem Film. Spürt man das? Ich kann eben in der Hand. Okay, ich weiß wieso. Ah. Was hast du denn für Filme dabei? Und wieso hast du... Ja, mach einfach. Darf ich den auch vorstellen? Nein, darfst du nicht. Ich sag ja nicht, dass er von dir ist. Ja, trotzdem nein. Gut, der erste Film für diese Woche wäre 22 Jumpstraße. 22 Jump Street. Ja. Der Nachfolger von 21 Jump Street. Mein Name ist Dave. Ja, es geht um die zwei hier. Sind Cops. Ja, die waren zusammen auf der Polizeischule und sind jetzt bei der 21 Jump Street angestellt. Das ist die Straße, wo dieses Polizeiteam wohnt. Das sind so keine Renegades, aber ja, so ungefähr. Und die müssen. Wussten bei 21 Jump Street, waren sie undercover an der High School und jetzt sind sie am College unterwegs. Wenn ihr seht, hier auf dem Cover geht auch schön die Party. Die Location sollte man kennen, dazu sage ich jetzt nichts weiter. Ist ein lustiger Film, finde ich lustig. Besonders die Anfangsszene, ja, einfach angucken. Nur zu empfehlen. Was hast du gegeben dem Film? Ich glaube eine 8 oder eine 8? 7 von 10. Ja, ich auch. Auf jeden Fall eins mehr als im ersten Teil. Also glaube ich eher dem eine 8 und dem ersten Teil eine 7 oder so. Ja. Achso, ich soll vielleicht. Aber hier unten drunter ist noch dasselbe, ja. Ohne Wendecover leider. Einfach nur eine 22. Ja, das reicht 22. Schon. Und den Code. Jetzt extra verkehrt rum hinzu. Hast du wenigstens schon benutzt? Nee. Nee? Dann. Ja. Wer zuerst in die Kommentare schreibt, kriegt den Code. Der Deal. Gesagt, ist ein ja. Deal. Gut, und muss abonniert sein. Ja. Also mich. Ja, ihn meine ich. Entschuldigung. Okay, mein Film ist Team America. Genau deswegen habe ich ihn genommen. Weil er hat ihn ein bisschen später geguckt. Ich habe den schon ein paar Jahre früher geguckt. Hier, ich mach mal auf. Team America ist von den Machern von South Park. Hat für mich auch den Humor wie von South Park. Und es geht halt darum, dass Team America ist und halt versucht, die Welt zu retten. Vor allem von dem Kerl hier. Genau wie Captain America. Von dem hier, genauso wie Captain America. Hab dem Film, keine Ahnung, eine 7 oder 8 gegeben. Fand ihn witzig, gab ein paar geile Stellen, vor allem das Lied, vor allem eine Szene, wo sie zu zweit waren. Mann und Frau. Und ja. Also du sollst vielleicht noch erwähnen, wie das gemacht ist. Ist nicht. Ach so, ja, das sind so Puppen. So ähnlich. Und sie werden halt, das sind halt Puppen, die man bewegen kann und alles. Wie Kasperletheater. Bloß halt nicht Hand im Arsch, sondern oben halt mit genau, mit so einem Ding. Wie heißen die Strickpuppen? Ich weiß gerade den Namen nicht. Ja. Wir Puppen. Sind sehr gebildet. Hallo. Mit Puppen. Puppen. Und ja. Darum fand ich den Film auch nicht gut. Die bewegen sich dann auch so entsprechend halt alles wirklich dumm gemacht. Sichtlich. Ja, okay, du machst es nett. War nicht mein Fall, nee. Sofag ist geil, nicht falsch verstehen, aber... Dann ist es halt so. Ich fand ihn geil, ich habe ihn von meinem Cousin empfohlen bekommen und habe mich kaputt gelacht, als ich ihn das erste Mal gelesen habe. Genau, ich habe ihn gelesen, ich habe das Drehbuch gelesen und deswegen war es so witzig. Ja. So, egal. Bücher haben wir keine diesmal. Hast du noch irgendwas? Nö, wahrscheinlich nicht.
Nee, gut, nee. dann Sendeplan. Um 12 Uhr kommt LOL Nummer 29, wir wieder. Um 14 Uhr kommt Minecraft und um 15 Uhr kommt Battlefield. Das ist die letzte Woche mit Battlefield, glaube ich. Danach fängt was Neues an. Was werdet ihr dann sehen? Das werde ich dann auch sagen. Bis dahin also. Tschüss.